Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, was die Serienfertigung überhaupt bedeutet und wie du diese ganz einfach verstehst. Kommen wir zur Serienfertigung. Bei der Serienfertigung wird meist eine hohe, aber eben begrenzte Anzahl, also nur eine bestimmte Anzahl, nennen wir mal 500, das nennt sich übrigens auch Serie, wenn es eine begrenzte Anzahl ist, eines Erzeugnisses gleichzeitig oder nacheinander produziert. Was meine ich damit? Stell dir Folgendes vor. Du bist ein Automobilhersteller und du produzierst gerade deine erste Serie. Nennen wir das jetzt mal den Pkw A1. Und dann produzierst du eben das erste Auto, dann produzierst du das zweite Auto identisch. Und dann produzierst du zum Beispiel das dritte Auto. Und da gehst du kurz an die Maschine hin und machst eine minimale Veränderung. Das geht rucki zucki. Und dadurch hast du jetzt halt eine andere Variante deiner Serie erstellt. Also siehst du es hier, normale Felgen. Und hier sind es jetzt irgendwelche fancy Felgen. Das kann bei der Serienfertigung der Fall sein, dass man eben noch kurz das umstellt und eine andere Farbe, einen anderen Motor. Aber das grundlegende Produkt, das bleibt gleich. Die Serie bleibt gleich, unser A1. Und wenn ich dann aber mit meiner Serie fertig bin und ich habe meine 500 Autos produziert zum Beispiel, dann startet eine neue Serie. Und bei dieser neuen Serie, da muss ich die Maschine ein bisschen länger umbauen. Vielleicht sogar noch eine Maschine dranhängen, um diese Serie zu produzieren. Aber das wäre dann mein Sportwagen A7 zum Beispiel. Und so kannst du die Serienfertigung merken. Also du produzierst zwar viel, meist eben hohe Anzahlen, aber eben begrenzt. Das ist wirklich gedeckelt auf eine bestimmte Anzahl und dann ist die Serie vorbei.